eigentlich erst später bewusst geworden, dass das, als ich in Europa wieder ankam und auf der kleinen Steinmauer vor meinem Haus saß und auf die Fassade schaute, und dann fiel es einmal so plötzlich durch mich durch, dass ich dieses unermessliche Freiheitsgefühl nicht mehr aufgeben möchte. Und das ist natürlich etwas, was in unserem Puppenstuben Europa mit auch dem dadurch geprägten Denken, das heißt sehr, sehr viel Grenzen, Beschränkungen, Einschränkungen, Selbstbeschränkungen zu tun hat. Und das war dann eigentlich so der eine Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dieses unermessliche Freiheitsgefühl, wie kann das gelingen, das hier auch aufrechtzuerhalten, zu lebendig zu halten? Und im Grunde genommen sind wir da schon beim Kern der Eskapade, weil das die maßgebliche Motivation ist für mich, diese Arbeit zu machen, für die ich dann basierend auf meiner über lange Jahre entwickelten Methode als Schauspielerin und Schauspieldozentin, leidenschaftliche Lehrerin auch aufgebaut habe, zu sagen, wie kann ich da etwas Simples und Nachvollziehbares Menschen an die Hand geben. Und ich sehe es auch in der Eskapade, wo ich auch sehr detailliert arbeite. Also die, die Angst haben, diese Schwelle zu überschreiten und da reinzukommen und so ein bisschen sagen, oh Gott, was ist dann da und muss ich mich exponieren und so, abgesehen davon, dass ich immer, immer einen absoluten Vertrauensteppich lege und da sehr darauf achte, dass alle sich frei und unterstützt fühlen, weil ich arbeite auch viel einzeln und die anderen gucken zu, weil man da einfach sehr viel dran lernt. Aber ich lehre sofort diese Öffnung den anderen gegenüber und dass dann aber eben nachvollziehbare Dinge mitgegeben werden, wie zum Beispiel die drei Basispfeiler Raum, Verbindung und Bewegung. Das ist im Grunde genommen wie so ein Ballettexerzis der Eskapade. Wie stehe ich in meinem Raum? Kann ich ihn einnehmen, definieren und vor allen Dingen dann halten? Großes Thema natürlich für viele Menschen. Die Wahrnehmung des persönlichen Raumes, der deutlich größer ist, als wir so denken, weil wir ganz oft Menschen schon in unserem persönlichen Raum drin haben und irgendwie so nicht wissen, wie wir uns da irgendwie positionieren können. Dann die Verbindung zu mir und zu meiner inneren Stimme maßgeblich und meinem Gegenüber. Und dann als drittes kommt im Grunde genommen die Manifestation, die männliche Energie, das Raustreten in die Welt, die Aussage, einen Fokus zu setzen und zu sagen, was mache ich damit? So, das sind die drei Grundpfeiler und die laufen sozusagen immer mit. Und zurück zum Ausgangspunkt ist das eben etwas, wo ich gemerkt habe, die Motivation, Menschen zu ihrer eigenen Stimme zu führen und die freizulegen. Und am Ende ist es nicht mehr als das. Zum Thema der inneren Stimme, wenn jemand so fragt, ja, woher weiß ich denn, was stimmt? Weil oft sind das ja viele kleine Räder, die den ganzen Tag lang irgendwie so am Drehen sind und dann ist das große Rad aus der Hand gerutscht. Und ich sage dann immer, der beste Indikator ist, was macht mir Freude. Und wenn man sich das fragt, was ist das eigentlich? Manchmal kommen dann auch ein paar Tränen bei Menschen, weil ihnen klar wird, dass sie sich diese Frage eigentlich gar nicht mehr stellen, weil so viele Dinge einfach am Laufen gehalten werden, dass man ja gar nicht mehr innehält, um zu sagen, was ist das eigentlich? Und welcher Mensch ist es eigentlich, mit dem ich mich richtig wohlfühle und den ich gerne sehe und mit dem ich was tue und so weiter? Und ich glaube, dass das schon ein guter Ansatz ist und dass man morgens aufsteht und sagt, wie geht's dir und was brauchst du? Das ist wirklich erstaunlich, nicht? Dass uns immer und immer wieder so die ganz einfachen Sachen zum großen Glück führen. Und ja, also ich kann nur sagen, mein großes Glück ist immer wieder aufs Neue, meine Mittagspause oder abends im Sommer, wenn ich dann mit den Pferden lange arbeiten kann, Freunde da zu haben oder nahen Menschen und mit dem da zu picknicken. Das ist für mich das ganz große Glück, jeden Tag wieder.